Im Grenzgebiet zwischen Vietnam und Laos erkundet Ho Khan riesige Karsthöhlen und ihre Geschichte, die auch seine ist. Er verbindet Städte und Dörfer, mal als holpriger Waldweg, mal als breite Piste. Der Ho Chi Minh-Pfad ist ein gigantisches Wegenetz durch Vietnam, Laos und Kambodscha. Im Vietnamkrieg von großer strategischer Bedeutung erzählt er heute von der Geschichte und vom Wandel, den die Menschen in seinem Umfeld vorantreiben, 40 Jahre nach Kriegsende. Von Vinh im nördlichen Vietnam führt uns der historische Weg durch die Berge und Wälder von Laos und Kambodscha bis nach Ho Chi Minh-Stadt im Süden Vietnams. Den Verstorbenen soll es an nichts fehlen auf ihrer Reise ins Nirvana. Dafür werden symbolisch Puppen, Boote und Geld aus Papier verbrannt. Ein alter buddhistischer Brauch während des Neujahrs oder auch Tet-Festes in Vietnam. In der Hong Son-Pagode von Vinh schweifen die Gedanken der Menschen jetzt nicht nur in die Vergangenheit. Sie beten, bringen Gaben und werfen Münzen auch für ein kommendes, glückliches, gesundes Jahr in Wohlstand. Vor 40 Jahren gab es in Vinh am Tet-Fest wenig Anlass zur Hoffnung. Von hier aus starteten Nachschubtransporte für die südvietnamesische Befreiungsfront. Die USA warfen Bomben, um das logistische Ausgangszentrum des Ho Chi Minh-Pfades zu zerstören. 1975, am Ende des Krieges, lag Vinh in Schutt und Asche. Ein Jahr später kam Trung Chien Cao zur Welt. In den Jahren 1962 oder 63 lebten meine Großeltern in der Provinz Dien Chau. Als der Krieg begann, flohen sie in die Berge nach Nha Dan. Das war eine Gegend, in der noch viele unberührte Wälder zu finden waren. Sie boten meiner Familie Schutz und ermöglichten ihr, in Frieden weiterzuleben. Und genau dort wurde ich geboren. Die Wälder seiner Kindheit beschäftigen ihn bis heute. Als Professor für Biologie an der Universität Vinh erforscht er ihre bedrohte Tierwelt und treibt vor allem ihren Schutz voran. Am letzten Tag der Neujahrsferien will Trung noch einmal in die Berge an der Grenze von Vietnam und Laos fahren. Dort lebt eines der seltensten Huftiere der Welt. Den Abstecher auf dem Markt nutzt er nebenbei zur wissenschaftlichen Recherche. Gut möglich, dass ihm zwischen Huhn, Fisch und Schwein plötzlich etwas Unbekanntes ins Auge springt. Schon so manche neue Art ist an Orten wie diesen entdeckt worden. Heute findet er nichts Überraschendes. Dafür die Taschenlampe, die er für seine Expedition braucht. Vierzig Jahre nach Kriegsende ist Vinh längst wieder ein wichtiges Industrie- und Handelszentrum in Nordvietnam. Knapp 250.000 Menschen wohnen in der Stadt. Mehr als die Hälfte der Werktätigen arbeiten im Dienstleistungssektor, so wie er. Noch hat er genug zu flicken. Das könnte sich ändern, denn in den letzten Jahren sind immer mehr Vietnamesen vom Fahrrad aufs Moped umgestiegen. Der Wandel zeigt sich sogar auf den Köpfen. Statt des traditionellen Reishuts wird heute Helm getragen. Und zwar nicht nur, wenn das Zweirad rollt.
Weil die Hong Son-Pagode gleich neben dem Markt liegt, nutzt Trung die Gelegenheit zu einem kurzen Gebet. Die Götter sollen ihn wohlwollend auf seiner Expedition begleiten. Er bricht Richtung Südwesten auf. Zum Teil deckt sich seine Strecke mit dem historischen Ho Chi Minh-Pfad, der keine geradlinige Straße war, sondern ein verzweigtes Wegenetz von mehr als 16.000 Kilometer Länge. Trung will heute nur 150 schaffen. Ich fahre in ein wirklich sehr interessantes Gebiet, den Wukong-Nationalpark. In den letzten Jahren sind dort viele neue Tierarten entdeckt worden, vor allem große Säugetiere wie das Sao La, das Riesenmontjak, Wildschweine oder auch das anamitische Streifenkaninchen. Der Nationalpark liegt in der anamitischen Kordillere, die sich an der Grenze von Vietnam und Laos auf etwa 1100 Kilometer bis nach Kambodscha zieht. Der Ho Chi Minh-Pfad führte mitten durch diese Berge. Das dichte Blätterdach des Urwalds schützte die Soldaten der nordvietnamesischen Armee vor den Blicken der feindlichen Bomberpiloten. Dann setzten die US-Amerikaner auch hier das Entlaubungsmittel Agent Orange ein, um die Transportwege freizulegen. Das Gift zerstörte nicht nur die Natur. Hunderttausende Vietnamesen kamen in der Folge mit furchtbaren Fehlbildungen zur Welt. Und noch heute, ein halbes Jahrhundert später, sind es ungeheuer viele. Professor Cao ist angekommen, begleitet von zwei seiner Studenten und Rangern des Wukong-Nationalparks. Biologen hatten hier 1992 ein Huftier mit sehr langen Hörnern entdeckt, eine in der Wissenschaft bis dahin unbekannte Art. Sie nannten es Sao La, Spindelhorn. Schnell wurde es zum Symbol für die letzten unberührten Wälder der Anamiten. Trung hat es sogar schon mit eigenen Augen gesehen. Als ich so 14, vielleicht 15 Jahre alt war, da begleitete ich einmal ein paar Jäger sehr tief in den Urwald hinein. Sie hatten Hunde dabei und hetzten damit diese Sao Las. Die Sao Las rannten natürlich davon. Ganz plötzlich blieben sie mitten in einem Bach stehen. Wir machten sofort Fotos. Das war das allererste Mal, dass ich diese Tiere sah. Ein Moment, den ich sicherlich nie vergessen werde. Wenn er heute Flüsse durchwartet und Wälder durchstreift, um etwas über Sao Las herauszufinden, muss er sie nicht leibhaftig vor sich haben. Ihm helfen Fußabdrücke, Fraß- oder Kotspuren und seit einiger Zeit auch eine ganz besondere Spezies wissenschaftlicher Hilfskräfte. Sie sind winzig, recht häufig in Gewässernähe anzutreffen und bei Menschen eigentlich eher unbeliebt. Egel. Egel haben zwei sogenannte Blindsäcke. Wenn sie nun Blut von einem Sao La oder einem Wildschwein gesaugt haben, kann man die DNA dieser Tiere 6 Monate lang in ihren Blindsäcken nachweisen. Die kleinen Würmer liefern also wertvolle Hinweise, wo genau das seltenste Huftier der Welt durch die Anamiten streift. Klar ist, dass die Art nur im Grenzgebiet von Vietnam und Laos vorkommt. Je gezielter sie geschützt werden kann, desto größer wird ihre Überlebenschance sein. Wichtige Helfer bei dieser Mission sind auch die Menschen, die in den Bergen wohnen.
Um herauszufinden, wann und wo zuletzt ein Saola gesichtet wurde, schickt Trung regelmäßig seine Studenten in die Dörfer. Für Kien steht heute ein besonders spannender Hausbesuch an. Er trifft den Mann, dem die Wissenschaftler die Entdeckung der Art zu verdanken haben. Guten Tag, ich bin Biologiestudent an der Universität Wien. Mir wurde gesagt, dass Sie das Horn eines Saolas besitzen. Nguyen Xuyen Hao hütet seine Jagdtrophäe wie einen Schatz. Ein ziemlich langes Horn. Es war bestimmt ein altes Saola. Ja, ja, das war ganz schön alt. Wann genau haben Sie es gefunden? Das war 1992. Nach 1992 gab es immer weniger von ihnen. Die Tiere haben Angst vor den Menschen, die im Wald arbeiten. Sie ziehen sich immer tiefer in die Wälder zurück. Vor 4 Jahren, erzählt er noch, habe er zum letzten Mal ein Saola gesehen. Damals lebte er mit seiner Familie noch mitten im Wukuang-Nationalpark, nicht außerhalb wie jetzt. Neue Siedlungen und neue Felder am Rande des Schutzgebietes erhöhen den Druck auf das Saola und andere seltene Waldbewohner wie Kleideraffen oder Elefanten. Die nördlichen Annamiten sind eine feuchte Gegend. Flüsse und Bäche führen immer reichlich Wasser. In vielen Ebenen kann deshalb das ganze Jahr über Nassreis angebaut werden. Für den Eigenbedarf, aber auch für den Verkauf. Vietnam ist der zweitgrößte Reisexporteur der Welt. Das Land entwickelt sich rasant. Und trotzdem gibt es noch nicht in allen Dörfern Brunnen oder fließendes Wasser im Haus. In einigen Abschnitten ist der Ho Chi Minh-Pfad breit ausgebaut worden. Duong HCM steht auf den Kilometersteinen. Übersetzt Ho Chi Minh Straße. Sie führt bis jetzt schon mehr als 1000 Kilometer von Vietnams Hauptstadt Hanoi Richtung Süden, auf direktem Weg. Bald soll diese Highway auch bis Ho Chi Minh Stadt reichen. Der historische Pfad verlief nicht nur durch Vietnam. Über weite Strecken lag das Wegenetz in Laos. Tonnenweise Waffen, Panzer und Raketen wurden auf der Nationalstraße Nummer 8 ins Nachbarland und von dort nach Südvietnam transportiert. Heute verbindet sie als wichtigste Handelsroute Nordvietnam mit Laos und Thailand. Beinahe wie damals, nur auf besserem Pflaster, kämpfen sich LKW den Pass hinauf. Am Scheitelpunkt wehen die Fahnen der Demokratischen Volksrepublik Laos. Mit dem Rad nehmen diese Hürde jetzt vor allem Touristen. Viele von ihnen kommen, wie dieser junge Mann, aus China. Auf laotischer Seite windet sich die Straße sanft bergab. Lange Zeit treu begleitet vom Nam Pao-Fluss. Sein Wasser gelangt über den Nam Theun in den großen Strom Indochinas, den Mekong. Von hier aus zog sich das Wegenetz des historischen Ho Chi Minh-Pfades weiter nach Süden. Mitten durch das Nakai-Plateau, eine Hochebene am Fuße der Annamiten. Nakai, der Hauptort.
Noch vor 10 Jahren war er von der Außenwelt fast abgeschnitten. Die Sandpisten, die herführten, waren nur in der Trockenzeit befahrbar. Es gab kaum Geschäfte, keine Tankstelle und nur sehr wenige Mopeds. War die Sonne verschwunden, war die Region in Dunkelheit getaucht. Vieles hat sich verändert auf dem Nakai-Plateau. Und das ist der Grund. Nam Theun II, das größte Wasserkraftwerk in Laos. Eine 39 Meter hohe Staumauer ließ den Fluss Nam Theun zu einem 450 Quadratkilometer großen See anschwellen. Seit 2010 werden hier pro Jahr 6000 Gigawattstunden Strom produziert. Nur 5% davon verbraucht Laos selbst. Den Rest exportiert das Land ins benachbarte Thailand. Mit dem Megaprojekt ist Laos seinem Ziel, die Batterie Asiens zu werden, ein gutes Stück näher gekommen. Luang Yuttar Puttakone, den alle nur Hone nennen, hat heute am anderen Ufer des Sees zu tun. Unter dem Boot liegen Teile des Ho Chi Minh-Pfades in 6-7 Meter Tiefe. Die toten Stämme erzählen vom Wald, der früher hier wuchs. Im Osten des Gewässers beginnt eines der größten Naturschutzgebiete von Laos. Schon vor dem Dammbau hat Hone erforscht, was das Projekt für seine Fauna und Flora bedeuten könnte. Vor allem für die asiatischen Elefanten. Die Region Nakai Nam Theun hat wahrscheinlich die größte Elefantenpopulation in ganz Indochina. Die Überschwemmung durch das Staudammprojekt Nam Theun II hat ihren Lebensraum natürlich erheblich verändert. Man kann schon sagen, beschädigt. Vor der Flutung streiften schätzungsweise 140 Dickhäuter durch diese Wälder. Wie sich der Bestand seit 2010 entwickelt hat, lässt sich noch nicht genau sagen. Wissenschaftler wie Hone sind dabei, es herauszufinden. Er koordiniert die Aktivitäten eines Expertenteams, das der Staudammbetreiber extra angestellt hat. Die Gruppe forscht nicht nur, sondern schafft auch Ersatz für das, was den Tieren verloren gegangen ist. Hier legt ihr Kubota-Traktor den Grundstein für eine Art Waldapotheke. Mit einem Gemisch aus 4 verschiedenen Salzen wird die kleine Lichtung gleich in eine künstliche Salzlecke verwandelt. Einige natürliche hat der See verschluckt. Diese 4 Salze sind sehr wichtig für die Elefanten, aber natürlich auch für andere Tierarten wie Rehe oder Hirsche. Sie alle brauchen diese Mineralien für ihren Körper. Besonders die Huftiere benötigen Calcium für ihr Immunsystem. Aber auch für trächtige oder verletzte Tiere sind Salze unerlässlich. Sie stärken den Körper und begünstigen die Heilung. Jetzt in der Trockenzeit kommen die Elefanten einmal im Monat oder auch nur alle 2 Monate. Elefanten bleiben ja nicht an einem und demselben Ort. Sie ziehen umher. Deshalb haben wir solche Salzlecken auch an verschiedenen Stellen eingerichtet. Die neue werden die extrem scheuen asiatischen Elefanten aber erst in einigen Wochen annehmen, wenn sich der Geruch der Menschen aus dem Wald verzogen hat. Nicht nur die Naturräume wurden dezimiert, auch ganze Dörfer versanken in den Fluten des Stausees.
6.300 Menschen mussten umgesiedelt werden. Einer von ihnen ist Bunhome. Seit 2009 lebt der 17-Jährige mit seinen Eltern und Geschwistern hier im neuen Dorf. Die Familie bekam ein Haus und etwas Land samt Saatgut als Starthilfe. Bunhomes Mutter ist seit 5 Uhr morgens im Garten zugange. Sie hat das anfängliche Gemüsesortiment deutlich erweitert. Bei ihr gedeihen Auberginen, Kohl, Mais, Knoblauch, Kräuter, Zwiebeln und Salat gut und in großen Mengen. Allein dieses Beet hier ist 25 Meter lang. Das ist natürlich zu viel für den Eigenbedarf. Ich baue das Gemüse auch für den Verkauf an. Momentan gehe ich selten auf den Markt. Es gibt dort ein Überangebot und die Preise sinken. Daher verkaufe ich meistens direkt an jemanden, der eine Feier organisiert. Den Reis, den ihr Sohn jeden Morgen kocht, muss Eng im Augenblick noch kaufen. Das war im alten Dorf anders. Wir hatten früher zwar keine Felder für den Nassanbau von Reis, aber für den Trockenanbau. Jedes Jahr haben wir ein Stück Wald gerodet, um Felder für Trockenreis anzulegen. Obst und Gemüse wie Bambussprossen holten wir damals direkt aus dem Wald. Jetzt müssen wir alles selber anbauen. Das Frühstück ist fertig. Engs jüngster Sohn geht morgens zur Schule. Der Ältere hilft im Haushalt, im Garten und auch auf dem Feld, das etwas entfernt vom Dorf liegt. Irgendwann will die Familie dort eigenen Reis pflanzen, damit mehr Geld für andere Dinge des Lebens übrig bleibt. In den nächsten Tagen kommt aber erst einmal der Maniok dran. Die Wurzelknollen braucht Eng für ihre Schweine. Früher hat sie 80 gehabt. Derzeit besitzt sie 15 junge Tiere, die sich noch mit Kleie und Kohlresten zufrieden geben. Wenn die Schweine groß genug sind, verkaufe ich sie. Ohne Schweine hätte ich keinen Dünger für meinen Gemüsegarten. Sicher, ich könnte auch anderen Dünger einsetzen. Aber Tierkot ist einfach am besten für das Gemüse geeignet. Im alten Dorf lief ihr Vieh frei auf den Weiden umher. Nur manchmal sehnt sich Frau Eng danach, vermisst den Wald und die Natur. Das Leben im neuen Dorf ist auf jeden Fall besser. Im alten Dorf gab es keine funktionierenden Wege. Hier haben wir Straßen, einen Zugang zum Krankenhaus und zur Schule. In jedem der 16 neuen Dörfer auf dem Nakai-Plateau wurden auch Klassenzimmer gebaut. Seitdem besuchen fast 90% der Kinder die Grundschule, mehr als doppelt so viele wie früher. Die Schule in Banbuama hat auch einen Bolzplatz. Hier trifft sich Bunhome jeden Abend nach getaner Arbeit mit seinen Freunden. So leicht wie heute ließ sich der Ho Chi Minh-Pfad früher nirgendwo befahren. Abhängig von der Jahreszeit waren es mal Staub, mal Schlammpisten, die vom Nakai-Plateau weiter durch die Provinz Kamuame nach Süden führten. Über weite Strecken flankiert von einem Karstgürtel, der bis nach Vietnam reicht. Der 90 Kilometer lange Mugia-Pass windet sich in ost-westlicher Richtung durch die Annamiten. Er war und ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Laos und Vietnam.
der steilen Ostflanke der Kordillere auf vietnamesischer Seite bleiben im Winter oft Wolken hängen. Tektonische Prozesse haben hier in 400 Millionen Jahren eine ganz besondere Landschaft geschaffen. Sie zählt zu den ältesten Karstformationen Asiens. Wo es Karst gibt und Wasser, da gibt es auch Höhlen. Sie sind Ho Kans Leidenschaft. Bei jeder Gelegenheit sucht er im Kalkgestein nach Spalten, Ritzen und Löchern und hofft, dass sich dahinter eine geheimnisvolle Welt auftut, die er noch nicht kennt. Und immer wenn er eine Höhle betritt, werden bei ihm Erinnerungen an die Kindheit wach. Damals herrschte Krieg in seiner Heimat Vietnam. Und viele Familien verbrachten Wochen und Monate in den unterirdischen Gängen und Kammern der Kalksteinberge. Wir haben die Höhlen immer auf sehr unterschiedliche Weise genutzt. Während der Bombardierungen dienten sie als Versteck, vor allem für Kinder und ältere Menschen. Zu Kriegszeiten wurden in Höhlen natürlich auch Nahrungsmittel gelagert. Nicht zu vergessen der Reiswein, der hier reifte und natürlich auch vorrätig gehalten wurde. Höhlen sind also nicht nur schön anzusehen, sie sind für uns richtig kostbare Schätze. Khan wuchs in armen Verhältnissen auf. Er musste oft in die Berge, um Früchte, Wildkräuter oder Baumharze zu sammeln. Dabei stieß er auch häufig auf neue Eingänge in die Unterwelt. Eines Tages, als ich wieder mal im Wald war, da habe ich diese Höhle gefunden. Aus dieser Höhle kamen Nebel heraus. Sie war von ihrer ganzen Struktur her völlig anders als alle, die ich bis dahin kannte. Ich wurde sehr neugierig und wollte unbedingt mehr über die Höhle wissen. Das war im Jahr 1990. Erst 2008 fand er sie wieder. Nach einer Erkundung mit britischen Forschern war schnell klar, Ho Kan hatte die bislang größte Höhle der Welt entdeckt. Ein Superlativ, der dieser Region seither viel Aufmerksamkeit beschert. Das ist auch gut für Ho Kan. Er verdient seinen Lebensunterhalt als Höhlenführer, begleitet Hobbykletterer auf ein- oder mehrtägigen Touren durch die unterirdischen Systeme. Vermutlich wird seine Entdeckung in Zukunft noch mehr Abenteuerlustige in die Gegend locken. Wer eine Höhlenwanderung machen will, biegt von der heutigen Ho Chi Minh Straße bei Kilometer 953 ab. Kreisrunde Wassertümpel in den Feldern zeugen immer noch von den Bombardierungen. Vor 15 Jahren war das kleine Städtchen Phong Nha noch ein verschlafenes Nest mit knapp 1000 Einwohnern, die hauptsächlich vom Fischfang, der Jagd und der Landwirtschaft lebten. Und jetzt auch von Touristen. Seit der Phong Nha Ke Bang Nationalpark 2003 in die Liste der UNESCO-Weltnaturerbestätten aufgenommen wurde, steigt die Zahl der Besucher aus dem In- und Ausland kontinuierlich.
Sie kommen vor allem der Höhlen wegen, die sich zu Fuß oder mit dem Boot erkunden lassen. Wer Dunkelheit und Enge scheut, kann die Natur überirdisch erkunden. Die Vielfalt von Flora und Fauna ist immens, aber auch bedroht. Immer wieder dringen Wilderer in die Wälder ein und legen Drahtschlingen aus. Sie haben es auf seltene Tiere abgesehen, die sie dann für viel Geld auf Märkten verkaufen. In solche Fallen waren diese Makaken geraten. Doch sie hatten Glück und wurden rechtzeitig von Rangern entdeckt, die regelmäßig im Schutzgebiet patrouillieren. Manche Tiere hatten sich verletzt. In der Auffangstation des Nationalparks werden sie gesund gepflegt, damit sie in die Wildnis zurückkehren können. Zwei Makaken sind bereit dafür. Der Jeep transportiert sie über die ausgebaute Ho Chi Minh-Straße tief hinein ins 876 Quadratkilometer große Schutzgebiet. Die ausgewählte Stelle liegt nicht weit von der Grenze zu Laos entfernt, in der Nähe eines Militärpostens. Bevor es losgeht, müssen einige Dokumente ausgetauscht werden. Ein kurzer gemeinsamer Fußmarsch noch, dann haben Ranger, Soldaten und die Mitarbeiter der Auffangstation das Ziel erreicht. Duong Ho Chi Minh, Kilometer 40. Unterhalb der Straße fließt ein kleiner Bach, genau der richtige Ort für den Neustart. Auf der Grundlage der Beschlüsse des Ministerpräsidenten und des Volkskomitees der Provinz Quang Binh zur Waldbewirtschaftung werden folgende Tiere in die Freiheit entlassen. Zwei Schildkröten, vier Fleckenmusangs, eine Schleichkatzenart, ein Assam-Makak und zu guter Letzt ein Rotgesicht-Makak. Gleich nach der Stärkung wird er sich aufmachen und in den Wäldern nach Artgenossen suchen. Makaken leben nicht so gern allein. Noch 200 Kilometer schlängelt sich die Ho Chi Minh-Straße weiter nach Süden. Sie passiert den 17. Breitengrad, der damals die Grenze zwischen Nord- und Südvietnam war, und endet in Khe San. Monatelang hatte die nordvietnamesische Volksarmee hier 1968 einen Stützpunkt der US-Marines belagert. Zur gleichen Zeit bereitete sie unbemerkt die berühmte Tet-Offensive vor, die zwar militärisch scheiterte, aber doch eine Wende im Vietnamkrieg einleitete. Denn erstmals gelangten Berichte und Fotos von Kriegsverbrechen der US-Armee an die Öffentlichkeit. Selbst in den USA kippte die Stimmung. Die Proteste wurden lauter. Der politische Rückhalt für diesen Krieg schwand. 1975 ging er dann endlich zu Ende. Lange bevor die jungen Männer im Friseursalon geboren wurden. Für eine kleine Stadt wie Khe San ist der Markt ziemlich groß. Kein Wunder. Sie liegt an einer wichtigen Ost-West-Verbindung und nur 25 Kilometer von Laos entfernt.
Händler von diesseits und jenseits der Grenze bieten hier ihre Waren an. Aus Laos kommt viel Obst und Gemüse. Vietnamesische Verkäufer fahren vor allem Industrieprodukte ins Nachbarland. So wie er. Laos war am Krieg zwischen Nordvietnam und den USA offiziell nicht beteiligt. Allerdings führte der Ho Chi Minh-Pfad größtenteils durch laotische Provinzen. Deshalb wurde auch Laos bombardiert, und zwar so schwer wie kein anderes Land auf der Welt. Die kreisrunden Krater prägen die Topographie vieler Dörfer bis heute. Relikte abgeworfener Streumunition zieren noch so manches Haus. Auch die Laoten haben sich gegen die Angriffe der Supermacht gewehrt. Daran erinnert der abgeschossene US-Hubschrauber an der Nationalstraße Nummer 9. Unter Luam Nat ist auf Vogeljagd. Auf einen Affen würde er im Heiligen Wald nie zielen. Das verbietet seine Religion. Onta und sein Begleiter gehören zu den Katang, die wie viele laotische Bergvölker Animisten sind. Sie glauben an die Beseeltheit der Natur und an gute und böse Geister, die sie auf keinen Fall erzürnen möchten. Deshalb halten sie sich auch im Heiligen Wald an die Regeln. Auf keinen Fall darf man Affen und Gibbons jagen. Woanders wird man als Wilderer einfach nur bestraft. Aber im Heiligen Wald, Dong Sakye, da stirbt der Jäger, wenn er einen Affen oder einen Gibbon erlegt. Er stirbt mit dem getöteten Tier und kann nicht als Mensch wiedergeboren werden. Das ist das Besondere an unserem Heiligen Wald Dong Sakye. Dieses Tabu existiert schon seit Urzeiten. Im Moment sind die Wälder von Dürre gezeichnet. Etwa 6 Monate lang regnet es wenig in der Region. Einige Baumarten werfen dann ihre Blätter ab. Hier und da flackert ein Feuer auf. Die meisten Familien der Katang gewinnen neues Ackerland wie eh und je durch Brandrodung. Trotzdem finden die Männer genügend Verwertbares, Baumharze zum Beispiel. Sie können zu Klebstoff verarbeitet werden oder sorgen angezündet für Licht. Naturfackeln nutzen die Jäger, wenn sie nachts auf Froschjagd gehen. Jetzt, am helllichten Tag, springt ihnen wenigstens noch eine kleine Eidechse ins Auge. So kehren die beiden nicht mit leeren Händen nach Wong Sikeo zurück, auch wenn die Kugel ihr Ziel heute verfehlt hat. Vielleicht lag es am Lauf. Onta wird die Flinte gleich zum Schmied bringen, der seine kleine Freiluftwerkstatt im oberen Teil des Dorfes hat. Seit Jahrzehnten machen die Männer aus Wong Sikeo ihre Macheten und Flinten selbst und reparieren sie, wenn nötig auch. Für das Reisstampfen und die Zubereitung der Mahlzeiten sind traditionell die Frauen und Mädchen zuständig. Und ganz selbstverständlich laufen überall Hängebauchschweine, Hühner, Enten und Rinder frei zwischen den auf Stelzen gebauten Häusern aus Holz und Bambus herum.
Schon immer betreiben die Katang neben Jagd und Ackerbau auch Viehzucht. Früher haben Gemeinden ihr Hab und Gut öfter zusammengepackt und sind weitergezogen, wenn die Ressourcen an einem Ort knapp wurden und die Felder nach einigen Reisernten ausgelaugt waren. Die Einwohner von Wongsikeo werden sicher bleiben. Vor einem Jahr haben sie die erste Schule eröffnet. Laotisch, Englisch und Mathematik können die Kinder jetzt lernen, ohne weite Wege gehen zu müssen. Das macht es auch für die Mädchen leichter, sie zu besuchen. Und die nächste Neuerung steht bereits vor der Tür. Ein paar Tage noch, dann ist Wongsikeo an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Das Leben im Dorf wird sich dadurch weiter verändern. Die Geschichten von guten und bösen Geistern im heiligen Wald Dongsaki bekommen Konkurrenz durch thailändische Fernsehserien, die in Laos sehr beliebt sind. Der Bürgermeister und seine Mitstreiter haben den Wandel eifrig gefördert. Seit es eine neue Straße gibt, können sie das nächste Krankenhaus schneller erreichen, wenn die eigenen spirituellen Mittel einmal erschöpft sind. Dank der besseren Wege kommen auch schon spürbar mehr Touristen, die etwas Geld in den Dörfern dieser Gegend lassen. Lkw, die früher hier auf dem Ho Chi Minh-Pfad unterwegs waren, mussten gleich mehrfach den Bang Yang passieren. Ein breiter Strom, der immer Wasser führt. In Friedenszeiten ein fantastisches Naturfreibad. Ganz in der Nähe des Bang Yang liegt auch die Stadt Xepon. Und genau dort beginnt die zweite Etappe der Reise am Ho Chi Minh-Pfad entlang.